Ja, was da war die für eine Partie? Eigentlich ähnlich oder gleich wie alle Drittligaspiele. Es wird wieder viel erstmal am Anfang so den Kampf anzunehmen gehen und da versuchen dann die 50-50 Bälle für uns zu gewinnen, um so einfach gut ins Spiel zu kommen. Und ja, Wiesbaden wird uns alles abverlangen, denke ich. Die haben 3 Spiele jetzt ungeschlagen, denke ich, wollen ihre Serie auf jeden Fall fortsetzen, aber wir wollen natürlich auch unsere ungeschlagene Serie fortsetzen. Und nach 2 sagen wir, sieglosen Spielen mit 2 Punkten jetzt den nächsten Dreier einfahren wieder. Ja, dass wir einfach wieder das, was uns in den ersten 2 Spielen ausgezeichnet hat, dass wir das wieder reinkriegen. Wir lassen ja wenig zu in den Spielen, dass jetzt die 2 Tore in Essen passiert sind. Ja, es kommt mal vor, war ein undankbarer Elfmeter, den man jetzt so nicht geben muss. Das 2. Tor muss man akzeptieren, haben sie gut rausgespielt. Und trotzdem haben wir so aus dem Spiel ja wenig zugelassen. Das müssen wir auch am Samstag wieder auf den Platz bringen, dass wir da nichts zulassen und vorne dann unsere Chancen, die wir auch in Essen hatten, dann einfach eiskalt nutzen. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir das auch machen werden. Ja, mich freut es unheimlich, dass David jetzt wieder bei der Mannschaft ist, auf dem Platz. Und ich glaube, er freut sich auch, hat da lang drauf hingearbeitet und hat gearbeitet, dass er so schnell wie möglich wieder bei uns ist. Und wir freuen uns auf ihn, weil wir jeden Einzelnen brauchen. Wir haben eine lange Saison vor uns. Und ja, mich freut es und das ganze Team, dass er jetzt wieder zu uns stößt. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal gehört, den Battlemarkt, aber nur jetzt von der Erzählung her, persönlich kenne ich ihn jetzt nicht oder war auch noch nicht dort. Vielleicht bietet es sich das Wochenende an. Ich habe sie auf jeden Fall dabei, also hier in der Wohnung, und ja, wenn es einen Sieg gibt und wovon ich schwer ausgehe und ein paar Jungs dabei sind, dann kann man gerne mal vorbeischauen.